kann, dass das überhaupt funktioniert, aber ich weiß, was du meinst. Easy. Gar kein Problem nicht. Oh nö. Da wird mich jetzt verarschen, oder? Oh, man kann es wieder springen. Dass ich das jetzt hinbekommen habe, wundert mich selbst. Okay, ja, irgendwann. Den zweiten? Nee, den zweiten habe ich schon gespielt, ne? Ja. Dritten Teil gibt es zum Glück nicht. Ich meine, leider gibt es keinen dritten Teil. Ist wirklich schade. KI hier erinnert mich ein bisschen an. Ja. KI ist ja manchmal ein bisschen diskutabel, aber Half-Life 1 jetzt mit Stalin's Subway zu vergleichen ist. Ja, ich glaube nicht so ganz richtig. So ist alles durchgeladen. Ja. Nehme ich doch mit. Okay, alles gut. Den Knopf von hier aus benutzen? Ja. Nee. Aber KI ist halt so eine Sache. KI-Programmierung ist immer so ein bisschen kompliziert. Ich weiß leider, wovon ich rede. Hier rum. Hier in der Mitte ist gar nichts. Also nehmen wir die hübsche Wendeltreppe nach unten. Noch weiter nach unten? Wollen wir hier raus? Weiß ich wieder nicht. Mein Aim ist aber auch. Ihr seid Gegner. Ich dachte, ihr werdet nur Deko. Was zum Fick? Aber ja, das Spiel ist halt original von 98 auch. Auch wenn sie es inzwischen auf Linux portiert haben. Wahrscheinlich ein bisschen besser aussieht. Aber es gibt ja noch Half-Life Source. Das ist das Spiel auf, nur auf Basis der, der Source Engine. Ich glaube nicht der aktuellen Source Engine, aber der Source Engine. Das
muss ich auch, habe ich auch. Soll richtig schön verbuggt sein und gar nicht mal so geil. Also, das müssen wir auch irgendwann noch spielen. Das heißt, ich kann Half-Life 1 nochmal spielen. Zwei könnte man auch irgendwann mal spielen. Habe ich noch nie gespielt. Weiß ich. Bin auch nicht so der größte Half-Life-Fan. Weil es nicht ganz so schlimm ist, wie es in Erinnerung hat. Ah, ich will doch gar nicht hoch, oder? Brauche ich eine Runde? Und jetzt? Jetzt? Ja, jetzt. Muss ich zurück? Weil wir haben jetzt Strom. Ich speichere mal wieder richtig. Also Granatwaffe macht schon einiges her. Werde die Maschinenpistole ungemein auf. Vor allem, weil die sofort explodieren. Und nicht erst irgendwie wie die normalen Granaten nach 10 Sekunden. Hello, größer Half-Life. Würde ich prinzipiell zustimmen. Wobei Halo 1 natürlich einige Zeit nach Half-Life erst rauskam, also. Wann kam mal Halo 1 raus? 2001 oder so? Was? 2001? Von daher hinkt der Vergleich auch echt ein bisschen. Drin war ich schon hier. Da ist nichts mehr. Ich bin schon wieder so lau. Ja, da ist dieses. Ich kann es nicht töten, Viecher. Ich hasse es. Ich hasse es solche, ich kann sie nicht töten, Viecher. Machen wir zu. Damit ich keinen Rückzugsweg habe. Ich laufe in die richtige Richtung, glaube ich. Glaube ich. Das sind wieder Gegner, also laufe ich in die richtige Richtung. Aber Half-Life 2 kann ich. Ja, aber das ist ja nicht Half-Life 2. Das ist ja noch der erste Teil. Bei Half-Life 2 das dann viel härter mit diesen nicht überspringbaren Zwischensequenzen, die sie als Ingame-Ding verkaufen. Macht. Das schaffe ich nicht. Geh lieber ohne mich weiter. Das schaffe ich nicht. Geh lieber ohne mich weiter. Wie macht die Trick Power denn an? Nicht die Track Power, hä? Das schaffe ich nicht. Geh lieber ohne mich weiter. Hä? Track Power off steht da immer noch. Verstehe nicht ganz. Kriege ich die denn on? Egal, ich kenne Half-Life 1 R2 hauptsächlich von irgendwelchen Videos oder so, vom Speedrun oder so Zeug. Und so,
ich das noch nicht? Ich habe das doch betätigt, oder nicht? Nee. Und ich weiß ja, dass es einen Haufen nicht überspringbare Sequenzen hat. Könntest du mich mal nicht killen? Die dann halt als Ingame, wo du rumlaufen kannst, verkauft werden, so. Zeig Power jetzt irgendwo mal on? Nee. Hä? Nee, also ich muss erst rumfahren, dann nochmal den Schalter drücken und dann kann ich zurückfahren. Ah, jetzt habe ich verstanden. So, ich laufe schon in die falsche Richtung, ne? Kann sie im Prinzip nicht verlaufen, aber das hält mich nicht davon ab, mich zu verlaufen. Die Sprungmechanik manchmal. Die Frage ist nur, wie kommen wir an diesem Vieh vorbei? Ich meine, so ein bisschen. Hallo. Nee, ich habe keine Trickpower. Okay, ich gehe einfach mal weiter. Ich gehe nicht weiter. Ja, 2,5 als 2 kamen beide 2004. Jetzt sind wir überhaupt lang. Ah! Finde ich hier vielleicht Trackpower. Einmal Trackpower zum Mit. Natürlich kann mich das nach hinten verfolgen. Klar, warum sollte das auch nicht können? Ich kann es nicht ganz vergleichen, also von dem, was ich weiß, ist Half-Life 2 halt. Overhyped? Ach du dummes Drecksvieh! Ich glaube, ich kann es mit dem Strom hier killen. Vielleicht. Ja, danke. Kann das nochmal? Ach ne, die hat ja nur Handgranaten drin, die habe ich eh voll. Ich glaube, jetzt hat der Trick auch Power. Schade. Ja gut, 98 hat Half-Life 1 schon viel richtig gemacht, sagen wir mal so. Muss einem natürlich jetzt immer gefallen. Ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Hier rausspringen oder sterbe ich dann wieder? Nee, ich sterbe nicht. Und dann kann ich Vollgas losfahren. Na, also endlich. Das ist aber gar kein Problem. Was soll ich da absteigen? Strecken? Nee, weiß ich nicht. Ich strecke da auf. So. Ist kaum schneller als ich, wenn ich laufe, aber. Son, ich habe auf dich gewartet. Einer von deinen Wissenschaftlerkumpels hat gesagt, ich soll dir was ausrichten. Du sollst das alte Schienensystem rauf zu irgend so einer Art von Satellitentransportrakete nehmen. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Und der Typ hat es so eilig, hier heil rauszukommen, dass er es mir nicht gesagt hat. Auf jeden Fall hat das Militär den Start abgebrochen. Wenn du die Rakete also findest, musst du in den Kontrollraum rauf und sie selbst starten. Er sagte was in der Richtung, dass ein Lambda-Team den Satelliten in einer Umlaufbahn braucht, wenn wir aus dem Schlamassel hier jemals wieder rauskommen wollen. Das hier, was ich mal frage, nur das
vielleicht nochmal ohne Schaden zu nehmen. Danke. So. Du überlebst ihn nicht, von daher. Noch, ich weiß nicht wozu. Das ist jetzt auch noch Munitionsverschwendung. Nichts darf überleben. Achso, das Pferd noch, obwohl Wasser, okay. Ja, ich bin sicher, ich kann einfach ganz gehaltvoll Gas durchfahren, das ist gar kein Problem, nicht. Das ist auch nicht. Perfekt. Golden Eye, ja, Golden Eye ist aber auch ein guter Shooter. Da hatte ich die auf den Bahnschienen kriege ich ja auch. Muss die auch irgendwann mal spielen. Oh, Junge. Mal ohne, dass wir dabei sterben. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Oh, die war gut geworfen. Und ein Drecksschwürmer hier. Siehst du auch fast nicht. Hab's auch alle erwischt, hat nur 15 Granaten benötigt. Ich habe gerade wieder unnötigen Scheiß gemacht, kann das sein? Ich hätte einfach weiterfahren können, oder? Ich weiß nicht. Was zum Fick bin ich hier schon wieder sehend? Golden Eye ist auch ein guter Shooter. Hat mir die, ah ne, den wollten wir mal im Multiplayer spielen, hat damals nicht so gut funktioniert. Junge, läuft bei ihm. Wow, wow, wow. N64 Multiplayer ist auch eine Sache für sich. N64 Emulation generell ist eine Sache für sich. Alter, sind da viele. So, ist jetzt weniger da? Nee. Meine Granate hat mal wieder sehr gut niemanden getroffen. Perfekt. Der Granatenmeister ist am Start. Wie im Pen and Paper, einfach scheiße würfeln und nichts treffen. Alles gar kein Problem, nicht. Was zum Fick, wo kommst du denn jetzt her? Hätte man vom PC rausbringen müssen, ja. Wo kommst zum Fick du her? Ach, du bist einfach da, verstehe. Ja, es war halt, dass das von Rare entwickelt wurde und die waren halt Nintendo exklusiv damals. Deswegen kam das halt nie auf N64. Hm.
Jetzt durfte es das auch stirbt. Ich bin doch hier nicht richtig, oder? Ich bin immer noch verwirrt. Muss ich jetzt da lang oder muss ich da auf den Schienen weiter? Ich glaube, ich hätte auf den Schienen auch weitergehen sollen. Ich bin nicht sicher. Ja, komme ich überhaupt nochmal zu dem Ding hin? Ich meine, ist ein bisschen schwierig und so, ne? Wo geht's denn überhaupt lang, wenn ich hier auf der gehe? Noch mehr so Fischen. Ach, Munition, perfekt. Ja, ich komme da gar nicht mehr lang, ne, weil ich kann nicht mehr auf das Teil drauf kommen, außer ich laufe auf den Schienen, aber dann sterbe ich am Strom. Der will nur spielen. Leider bin ich kein Elektriker und weiß nicht, wie man mit Strom spielt.